Ja, Assalamu alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ja, was kann man sagen? Pierre Vogel bei Kerner und auch insgesamt seine Medienpräsenz. Ich würde mir wünschen, eine Diskussion oder ein Dialog Stefan Herre gegen Pierre Vogel im Fernsehen. Ich glaube, dann würden die Menschen sehr schnell erkennen, welcher Stotter Philipp gegen einen äußerst telegen aufwirkend, professionell aufdrehenden Pierre Vogel. Da würden viele erkennen, wer Pierre Vogel wirklich ist. Das soll jetzt hier nicht zu breit getreten werden, denn darum geht es uns hier nicht. Aber wir müssen ganz deutlich sagen, dass Pierre Vogel im Fernsehen insgesamt eine sehr gute Figur macht und den Islam sehr gut repräsentiert. Es gibt natürlich Inhalte, über die man immer streiten kann, aber das steht hier nicht zur Disposition. Ja, es geht um diese Frauenrechtlerin, dieser Türkin, die sich da offensichtlich als der Bessermensch darstellt und bei Kerner nur noch dadurch versuchte zu punkten, einfach nur noch wie ein Wasserfall loszubrabbeln ohne Unterlass, weil die Argumente einfach nicht standgehalten hätten. Und so versuchte man einfach 20 Argumente nachzuschieben, frei nach dem Motto: Masse, aber keine Klasse. Aber Pierre Vogel tritt wirklich im Fernsehen sehr souverän auf, sehr ruhig, mit einer sehr gekonnten Körpersprache und vor allen Dingen erstaunlich geduldig. Also gegen diese Frauenrechtlerin, da wäre ich also schon wirklich adrenalinmäßig hochgegangen, weil das war ja auch schon mitunter unverschämt und inkompetent hoch 30, dass man sich kaum beherrschen kann, da noch sachlich zu bleiben. Also Kompliment an Pierre Vogel. Dann schauen wir uns das Ganze mal an und kommentieren wir das mal. Die Frauen, also die Vollverschleierung der Frauen, ja befürwortet, im Gegenteil, also nicht nur befürwortet, sondern auch das empfiehlt. Die voreheliche Keuschheit, das ist ja alles, was wir schon längst hinter uns haben. Also die Frauenrechtlerin sagt also jetzt hier, die voreheliche Keuschheit, das ist, was wir hinter uns haben. Das bedeutet also im Grunde, dass sie sich dafür einsetzt, dass also eine Frau auch vor der Ehe Sex haben kann und dementsprechend sie wohl auch diese Seitensprungkultur gutheißt, denn es ist nämlich erwiesenermaßen so, dass durch den vorehelichen Geschlechtsverkehr begünstigt wird, dass es während der Ehe zu Seitensprüngen kommt. Das liegt ganz einfach daran, dass es sehr schwer ist, eine Gewohnheit abzulegen. Und wenn Frau Jahre zuvor immer schön das praktiziert hat, wie das Zähneputzen mit dem Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Partnern, um sich sozusagen den richtigen Partner auszuwählen, ohne jetzt zu primitiv zu werden, ja, so frei nach dem Motto: Im Bett entscheidet sich, wer Klasse hat und wer nicht, also probieren wir alles mal aus, ist es einfach so, dass man mit so einer Lebensführung, wenn man in die Ehe geht, einfach nicht einen Knopf umschalten kann, weil sozusagen der Eheschein dann plötzlich daraus einen treuen Menschen macht. Deswegen gibt es so viele Seitensprünge, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier und kann eben dann auch durch die Ehe das nicht abstellen. Und wer das bestreitet, der soll erklären, warum es so viele Sprünge gibt, und Seitensprungagenturen profitieren davon, gerade eben Seitensprünge innerhalb der Ehe. Und dann gibt es eben beschwichtigende Sprüche wie einmal ist keinmal oder verheiratet sein ist ein Grund, aber kein Hindernis, etc. etc. Wenn man das natürlich gut heißt, muss man aber auch die Ernsthaftigkeit einer derartigen Lebensführung sehen. Denn es ist nun mal so, dass Krankheiten wie Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, AIDS und sämtliche Geschlechtskrankheiten eben durch häufig wechselnde Geschlechtspartner kommt und das davon herrührt. Und das braucht man nicht einfach rumzubagatellisieren, das ist nun mal so. Das heißt, dass diese Art der Lebensführung und der Umgang mit Sexualität dazu geführt hat, dass diese Krankheiten ausufern. Und das darf man einfach nicht unterm Tisch reden. Es ufert aus, ja. Und da hilft auch nicht, wenn man sagt, das Bewusstsein der Menschen habe sich geändert. Nach wie vor breitet sich AIDS aus, nach wie vor breiten sich die gefährlichen Geschlechtskrankheiten aus. Und auch indirekte Geschlechtskrankheiten, ja, die also nicht direkt durch den direkten Sexualverkehr übertragen werden, aber eben mitunter auch begünstigt durch den Intimkontakt übertragen werden. Und all dieses ufert aus. Und wir haben nun einmal diese Problematik. Und wenn sich jemand dann dahinstellt und sagt,
dass die Keuschheit vor der Ehe etwas Veraltetes ist, dann ist er ganz einfach weltfremd und hat keine Ahnung und läuft mit geschlossenen Augen rum und weiß nicht, was sich wirklich tut und welche Problematiken sich nicht nur in Deutschland, sondern eben auch weltweit auftun. Und das ist einfach nicht zu vernachlässigen. Und die Ehe ist schon längst verkommen zu einem nicht mehr ernstzunehmenden Bündnis, das maximal 7 Jahre hält. Die Scheidungsrate geht exorbitant nach oben und es ist normalerweise nicht so, dass man einen Menschen heiratet, um ihn nach 7 Jahren wieder wegzustoßen. Aber es gibt eine neue Mentalität und man nennt so einen dann nicht mehr Ehepartner oder Lebenspartner, sondern Lebensabschnittsgefährten. Man hat sich also daran gewöhnt an diese Lebensführung. Wir sehen also, dass diese Frauenrechtlerin, wie sie sich bezeichnet, den Ernst der Lage und die Probleme der Gesellschaft gar nicht sieht, sondern einfach nur versucht, populistisch zu argumentieren. Das haben wir alle schon hinter uns, so als wenn wir uns gebessert hätten. So als wenn diese animalisch orientierte Gesellschaft, wo Pädophilie und wo Obszönitäten in der Sexualität, in den Sexualpraktiken überhand nehmen, wo wir an jeder Ecke Bars oder Bordelle haben oder Sexkinos haben und die Moral verkommt, da kann man nicht sagen, wir befinden uns moralisch auf einem guten Weg. Das haben wir alles hinter uns. Man muss sagen, wir müssen zurück in der im moralischen Verständnis zu den Ursprüngen. Wir müssen wieder zurück im moralischen Verständnis zu den Ursprüngen, von wo eben auch die Religion herkommt und resultiert, nämlich dem Menschen einen Leitfaden zu geben für ein moralisches, ausgewogenes Leben, das Gott den Menschen über seine Propheten mitgeteilt hat. An diese Ursprünge, an diese Botschaft müssen wir zurück. Wir müssen also wieder zurück zum Heiligen Koran, was die Muslime angeht. Und wir müssen wieder zurück, ja, wenn wir mit den Christen sprechen, zu ihrem Evangelium, was auch im Heiligen Koran steht. Ihr fußt auf nichts, wenn ihr nicht auf das Evangelium gründet. Und den Juden sagen wir, bitte, gründet auf eure Tora. Das ist der einzig wahre Weg, die Moral wieder herzustellen, die nicht nur verkommen, sondern zerstört ist. Aber hören wir uns mal weiter an, was diese Frau zu sagen hat. So, hier natürlich wieder eine absolute populistische Argumentation, in der sie sich gleich im gleichen Atemzug widerspricht. Es wäre also die voreheliche Keuschheit, wäre ja nur was für den Mann, weil dem Mann das gefällt. Ja, wir reden über die Religion des Islam. Sie kritisiert ja die Religion des Islam. Und jetzt hört mal genau zu, was sie dann zu sagen hat. Pierre Vogel sagt jetzt hier ganz normal, ja, der Mann muss aber auch keusch bleiben. Ja, nicht nur die Frau. Und jetzt Achtung, was diese Frauenrechtlerin, die den Islam kritisiert, die den Koran kritisiert, die sagt, der Koran wäre ein obsoletes Buch und so weiter. Was sagt sie? Achtung. So, und das ist natürlich der absolute Hammer. In der Praxis ist es nicht so. Pierre Vogel steht dafür ein, eben wieder zum Koran zurückzukehren, wieder zu den Grundwerten der Religion zurückzukehren, was ich ja eingangs jetzt auch gesagt habe. Wie kann ich mich also als Kritikerin des Islam hinstellen, wenn man selber zugibt, ja gut, im Koran ist es das Ideal, sowohl Mann und Frau sollen keusch leben und gibt das dann auch zu, um dann zu sagen, aber in der Praxis sieht es anders aus. Ja, deswegen predigt Pierre Vogel. Damit es ja in der Praxis anders aussieht, damit die Menschen zurück zur Religion finden, damit sie wieder zurück zum Koran finden, zu der wahren Botschaft des Islam. Also ist das hier letzten Endes nichts anderes als die Befürwortung, dass man eben wieder zurück zur Religion kommen muss, dass wir den Menschen hier in Deutschland, den Türken, Marokkanern, die zig Seitensprünge oder überhaupt vorehelichen Sex praktizieren, dass man ihnen sagt, das ist große Sünde, das ist Haram und sie müssen wieder zurück zum Koran. Und sie selber sagt, stimmt, das steht im Koran. Aber sie ist diejenige, die zunächst einmal sagt, naja, das ist ja nur was für die Männer. Was kritisiert sie also? Doch nicht den Islam, sondern sie kritisiert die Praxis. Das hat aber mit dem Islam nichts zu tun. Denn Pierre Vogel steht in seinen Videos und in seinen Vorträgen dafür ein, dass ja die Menschen, die sich auch Muslime nennen, tatsächlich wieder Muslime werden sollen. Indem sie wieder zum Koran zurückkehren sollen. Das ist also eine ganz entscheidende Sache, die man hier nicht einfach mal so unterschwellig unterschlagen sollte. Denn hier wird ganz deutlich, dass die Islamkritikerin oder Islamexpertin, wie sie auch von den Nichtmuslimen gerne bezeichnet wird, weil sie offensichtlich populistisch argumentiert und bestimmte Klischeevorstellungen bedient. Hier muss man ihr ganz klar sagen, sie haben jetzt gerade ganz klar das Ideal des Koran herausgearbeitet im Kontrast zur Praxis. Und genau das sehen die Prediger, die friedlich für den Islam predigen und eben nicht nur Nichtmuslime, sondern auch Menschen, die sich Muslime nennen. Die Eingeborenen, die also in diese Religion reingeboren sind, ihnen zu sagen, es ist nicht so,
dass man nur weil man reingeboren ist, ein Muslim ist, sondern dass es sich daraus Pflichten ergeben, Gesetze ergeben. Und dazu gehört eben auch, dass die Keuschheit eben nicht, wie vielleicht das in der Praxis verstanden wird, von denen, die sich Muslime nennen, aber keine sind. Denn dadurch verliert man ganz klar die Legitimation, sich als Muslim zu bezeichnen. Klar gibt es da definitorisch verschiedenste Auslegungen, wann bin ich ein Ungläubiger, wann nicht. Aber Fakt ist, dass ich dann mich zurücknehmen soll, weil dann praktiziere ich den Islam nicht. Denn zum Praktizieren des Islam gehört die richtige moralische Einstellung dazu gehört. Tabu, Haram ist der außereheliche Geschlechtsverkehr. Und das bedeutet, vorehelich, während der Ehe und nach der Scheidung bis zur nächsten neuen Ehe. Das bedeutet Zina. Das ist der Ausdruck für außerehelichen Geschlechtsverkehr. Und beide müssen keusch bleiben. So arbeitet sie das selber heraus und gibt zu, stimmt, dass es im Koran so steht. Ja? Aber in der Praxis sieht es anders aus und gibt damit ganz klar die Argumentation, die Pierre Vogel hier natürlich anbringt, aber sie versucht durch den Redeschwall gerade diesen Eigentor, ja, also dieses eklatante Eigentor eigentlich sogar, das ist ein Offenbarungseid, weil in dem Moment muss sie zugestehen, ja, der Koran ist in dem Moment das Ideal, aber die Praxis ist es nicht. Ja, Mädchen, was kritisierst du? Kritisierst du den Islam, den Koran, die Quelle, oder kritisierst du, was die Menschen daraus gemacht haben? Wenn du das kritisierst, was die Menschen daraus gemacht haben, dann könntest du dich mit Pierre Vogel an einen Tisch setzen, denn genau das ist sein Ziel, die Leute wieder zurück zum Koran zu bringen. Also was bist du jetzt? Islamkritikerin oder einfach nur eine, die die Praxis kritisiert, die mit dem Islam nichts zu tun hat? Dann musst du dich nennen Kritikerin von Menschen, die sich vom Islam abgewandt haben. Ja, das müsstest du dann bringen, aber nicht Kritik vom Islam selbst. Hier sieht man also, ja, sie erkennt, das ist also jetzt hier das Schlagargument, ja. Nur sie redet natürlich in einem Wasserfall, weil sie Angst hat vor der Argumentation von Pierre Vogel. Einfach nur reden, wie so ein Wasserfall. Und hier sagt Pierre Vogel zu Recht, das ist doch das, was wir implementieren wollen. Das heißt, dass die Jugendlichen, ja, in der Praxis den Koran anwenden und zum Koran und Islam zurückkehren. Denn das ist ja, was er in all den Videos immer wieder deutlich macht. Das müssen wir ändern, Dass sie wieder zurückkehren zum Koran. Also was ist das jetzt hier? Ist das jetzt hier eine Islamkritikerin oder eine Kritikerin der Praxis, die Pierre Vogel auch kritisiert, in all seinen Reden? Indem er denjenigen namens Muslimen sagt, kehrt zurück zum Islam. Also ist hier im Grunde genommen ein Konsens, aber sie versucht es trotzdem als Kontroverse darzustellen. Warum? Weil sie waffenlos ist in der Argumentation, weil sie überhaupt nichts weiß vom Islam. Sie hat überhaupt keine Ahnung. Sie redet mal so, mal so. Ja? In einem Vortrag sagt sie, der Koran würde begünstigen, dass es eine Männerdomäne gäbe, eine Männergesellschaft gäbe, die die Frauen dominieren. Die Männer, die die Frauen sozusagen keusch leben lassen und selber genießen wie sonst was. Und jetzt gibt sie selber zu, naja gut, die Männer müssen auch keusch leben. Das ist ein Widerspruch zu dem, was sie sonst sagt. Ja? Das ist ein Widerspruch zu ihrer ganzen Hasskampagne gegen den Koran und den Islam. Das heißt, sie muss doch jetzt einfach sich zugestehen, dass sie nicht eine Islamkritikerin ist, sondern dass sie eine Kritikerin ist der Praxis, was Menschen aus dieser Botschaft gemacht haben. Aber nichts anderes tut Pierre Vogel, indem er sagt, wir müssen zurück zum Koran. Ich habe das jetzt hier ganz deutlich rausgearbeitet, um deutlich zu machen, dass diese Leute nichts als heiße Luft reden. Sie kritisieren nicht, sie sind nur populistisch. Sie haben erkannt, dass sie damit ein bisschen Karriere machen können. Dass sie eingeladen werden zu solchen Interviews und als Experten hingestellt werden. Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Wie kann ich den Islam kritisieren, wenn ich nicht weiß, was im Koran steht? Oder wenn ich nicht genau explizit die Ideale des Islam begreife und nicht die Ideale des Islam darin sehe, was Menschen daraus gemacht haben und das dann kritisiere, das ist doch dümmlich. Und hier muss man wirklich sagen, führt Pierre Vogel sie ganz gekonnt vor. Natürlich geht das unter, weil sie mit der Taktik gegangen ist. Reden, ja, damit es ja nicht merkt, was für ein Mist ich hier verzapfe und ohne Argumentation waffenlos dem Pierre Vogel gegenüberstehe. Also viel reden, um die Zeit sozusagen damit zu überwinden. Das ist genau wie bei einem Boxkampf, wo ein Boxer immer wegläuft, ja, und sich nicht stellt. Und das ist hier mit diesem Reden in einem Zug. Inshallah komme ich damit zum zweiten Teil.